Du willst mit deinem Business gesehen werden, deine Botschaft in die Welt bringen. Aber wie schafft man das eigentlich? Eine wichtige Zutat dafür ist, authentisch zu sein. Aber was ist das, authentisch sein? Wie wird man das? Wie schafft man das? Dafür bekommst du in diesem Video viele Tipps. Hinterher weißt du, was du tun kannst, damit mehr Menschen dich toll finden und nur bei dir kaufen wollen. Denn das schafft Authentizität. Das kann passieren, wenn du dich authentisch zeigst und gibst, dass Menschen sagen, Mensch, der oder die ist genau richtig für mich. Hier kommen meine besten Tipps, was dich authentischer macht. Tipp Nummer 1, du redest so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ich kann dir nur raten, Umgangssprache zu nutzen, wenn du mit deinen Kunden zu tun hast, wenn du mit Journalisten zu tun hast, was auch immer. Die meisten verfallen in einen hochoffiziellen Jargon, wenn sie anfangen zu schreiben oder wenn sie mit Kunden zu tun haben. Und das ist gerade falsch, das ist unauthentisch. Diese Videos zum Beispiel mache ich einfach nur, indem ich mir Notizen vorher mache und dann rede ich drauf los, weil das authentischer ist, als einen Text abzulesen. Denn auch dann würde ich ganz anders formulieren wahrscheinlich und es wäre nicht so natürlich, wie wenn ich jetzt einfach drauf losquatsche. Ich möchte dich ermutigen, so zu sprechen, wie du wirklich bist, wie du mit deinen Freunden reden würdest. Das macht dich authentisch. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann habe ich einen kleinen Tipp für dich. Üb das doch mal mit Gleichgesinnten. Ihr könntet zum Beispiel eine kleine Facebook-Gruppe aufmachen, vielleicht nur mit 4 oder 5 Leuten. Und dann macht ihr da regelmäßig Live-Videos. Das wird üben. Ihr könnt die Videos auch sofort wieder löschen. Ihr könnt euch aber natürlich auch gegenseitig Tipps geben. Wichtig ist, dass du es überhaupt erstmal anfängst. Und dass du anfängst, in diesen Videos so zu sprechen, wie du auch wirklich sprichst. Tipp Nummer 2, du suchst dir die Kanäle, die zu dir passen. Gerade habe ich dich ermutigt, Videos zu machen. Aber mal ganz ehrlich, wenn das auch nach mehreren Übungsrunden überhaupt nicht dein Ding ist, dann lass es sein. Denn dann wirst du wahrscheinlich niemals authentisch sein vor der Kamera, wenn du völlig verkrampft da sitzt und dir jedes Mal der Schweiß ausbricht. Vielleicht bist du ein besserer Podcaster oder du bist richtig gut im Bloggen. Wenn du dich unwohl fühlst auf Instagram, dann lass es sein. Du musst nicht unbedingt zwangsläufig auf Instagram sein. Übrigens, ich bin es auch nicht. Jedenfalls momentan noch nicht. Such dir den Kanal, der zu dir passt. Such dir den Kanal, bei dem du denkst, da kann ich authentisch sein. Da kann ich so drauf losquatschen, wie ich eben bin. Da kann ich so drauf losschreiben, wie ich es gerne mag. Wichtig ist, dass du dich überhaupt zeigst und dass du es dort tust, wo es zu dir passt. Tipp Nummer 3, du sagst deine Meinung. Wenn du sagst, was du denkst, fangen Menschen an zu reagieren. Zum Beispiel auf Facebook haben bei mir die Posts die allerhöchste Reichweite, wo ich ganz klar meine Meinung sage, wo ich Tacheles rede. Denn dann kommt oft die Reaktion, endlich sagt es mal jemand, ja, ich sehe das ganz genauso. Menschen finden das authentisch. Ich finde das auch authentisch, wenn wirklich jemand sagt, was ihm durch den Kopf geht und nicht so PR-Sprech irgendwie nach draußen pustet. Also, fang an zu sagen, was du denkst, halt nicht hinterm Berg. Die richtigen Menschen werden dann kommentieren und werden zu dir finden. Genau das macht dich authentisch. Tipp Nummer 4, du redest über schwierige Momente. Ich hatte ein Erlebnis auch wieder auf meinem Facebook-Kanal. Dort habe ich ein Video veröffentlicht mit einem Rückschlag. Ich habe von einem Rückschlag erzählt. Und dieses Video habe ich spät abends gemacht. Und am nächsten Morgen hatte ich so viele Kommentare unter diesem Video und ich hatte eine Reichweite, die war unglaublich, weil ich total ehrlich war und von einem schwierigen Moment erzählt habe in meinem Business. Ich habe dann auch gesagt, was ich daraus gemacht habe, was ich jetzt beschlossen habe, wie ich das angehen möchte. Ich habe also versucht, das wirklich ins Positive zu drehen. Und das fanden viele sehr, sehr authentisch und auch mutig. Wo ich dann schon wieder denke, warum ist das mutig? Warum kann das nicht normal sein, dass wir auch mal über Rückschläge reden? Genau damit kommst du aber bei Menschen als authentisch an. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, mal zu überlegen, wenn du einen Krisenmoment hast und ihn später reflektieren möchtest, das wirklich zu tun und mit deinen Followern zu teilen. Tipp Nummer 5, verstell dich nicht.
Ich ermutige dich hier mit diesem Video hoffentlich, dich mehr zu zeigen. Auch mal Social Media Kanäle auszuprobieren, die du noch nicht ausprobiert hast. Vielleicht endlich mit Videos zu starten. Aber wenn du dabei jemanden nachmachst, dann wirst du nicht du sein. Wenn du also eher der ruhige Typ bist, dann mach nicht auf Berliner Schnauze. Wenn du eher introvertiert bist, dann musst du nicht tun, als wärest du extrovertiert. Ich kenne ganz viele erfolgreiche Menschen, die sind introvertiert und sagen das ganz deutlich und die machen dann eher stille, zurückhaltende Videos und das ist vollkommen in Ordnung, weil ganz viele Menschen genau das angenehm finden. Wenn du eher schrill unterwegs bist, dann auch dann solltest du dich nicht verstellen, dann lebe das, teile das mit den Menschen in Social Media, auf deiner Webseite. Wer sofort erkennt, was dich ausmacht, sobald er deine Webseite besucht, der wird denken, das ist ein authentischer Typ oder die ist ja angenehm, sympathisch. Du wirst die richtigen Menschen finden, wenn du dich nicht verstellst, wenn du auf den richtigen Kanälen unterwegs bist, auf denen du dich wirklich wohlfühlst. Wenn dich das inspiriert hast, dann hinterlasse mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und vergiss auch nicht, gleich den Kanal zu abonnieren, damit du immer informiert wirst, wenn wir ein neues Video rausbringen.